Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Und wir befinden uns in dem zweiten Tempel, Train? Zweiten Tempel befinden wir uns, Miku. Und ja, du machst dich hier echt gut, aber wir müssen wieder zurück. Du musst die Treppe wieder rauf. Achso, ich dachte, wir haben ja alles erledigt, nachdem wir die Fee im letzten Part am Ende geholt haben. Ja, aber da ist doch noch die Schlüsseltür. Ach, die war hier? Ja, da müssen wir rein. Ach, warte, wir müssen wieder ausziehen. Zieh dich aus! Zieh den Huan aus, damit er seine kleinen Schrumpelhoden zeigen kann. So, was haben wir denn hier? Öffne dich. So, rein da. Das ist für mich der schlimmste Raum im gesamten Dungeon. Als erstes Auge der Wahrheit aktivieren. Und guck nach oben. Mit dem Bogen am besten. Kann ich die voll schon runterschießen? Ja, die kannst du schon runterschießen. Oh, ich muss ja die Maske aufsetzen, natürlich. Das ist die einzige Fee in diesem Raum, soweit ich das weiß. Hier ist keine mehr drin. Komm her. Also, ich würde mal schätzen. Warte mal, komm mal rein jetzt in hier. Guck dir diesen Raum an. Warte, Moment. Ich mal so die Corona-Maske wieder hin. Ich denke, wenn ich das hier so sehe, ne? Ja. Dass ich hier mit einer Arschbombe da den Schalter betätigen muss. Korrekt. Aber es ist eine Timing-Sache. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Okay, ich gucke. Erstmal gucken, was so geht. Ja, ich weiß, Zähne. Nice. Ich bin gespannt, ob du das gelöst kriegst. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du mir einfach Bescheid. Okay. Ich werde jetzt einfach mal still sein und ein bisschen genießen und dich mal rätseln lassen, weil das ist gar nicht so schwer. Okay. So, jetzt weißt du ungefähr schon mal, was der grüne Schalter macht. Achso, ich dachte, ich muss eine Timing-Sache. Ja, das war eine Timing-Sache, aber den Schalter musst du nicht nochmal drücken. Der bleibt nur so lange oben, wie die Zeit halt läuft. Oh. Wenn Link halt mal geradeaus springen würde und die Kamera mal richtig normal funktionieren würde und nicht mal nicht immer zentrieren würde. Die Kamera ist das größte Manko in dem Spiel. Du bist nicht der Einzige, der sich darüber beschwert. Wer sich halt mit dem Spiel nicht so gut auskennt, ist zum ersten Mal spielt, wird immer seine Probleme damit haben. Komm, duck dich jetzt. Dem Rätsel nah. Du kommst dem Rätsel nah. Hä? So, du musst jetzt nur noch die Sache vor der Tür wegkriegen. Mal gucken, ob du das rauskriegst. Das ist am Anfang gar nicht so offensichtlich, obwohl einfach. Du hast es. Perfekt. Und jetzt musst du nur noch von dem grünen Ding da hochspringen. Ich dachte, ich müsste innerhalb einer bestimmten Zeit. Könnte er auch, ja. Ja, musst du auch. Sonst geht der runter. Echt jetzt? Das war's? Perfekt. Das war's. Raum gelöst. Lass dich schnell durch, bevor das Ding auch wieder hochgeht. Oh, jetzt wird's gefährlich. Du musst nur geradeaus rollen. Kann ich von hier aus rollen oder muss ich wieder zurückgehen? Geh zurück und dann nochmal durch die Tür, dann stehst du nämlich genau gerade. Steh gerade. Ja, dann roll, wenn du meinst. Wenn du runterfällst, dürfen wir den ganzen Weg nochmal hier hochgehen. Ja, ist kein Problem. Perfekt. So, nein, da kommst du noch nicht durch. Nicht? Was soll ich denn hier? Hier ist doch nix. So, zurück. Da musst du langrollen. Hier oben oder da unten? An der Eiswand, ja. Da, langrollen. Wie denkst du denn sowas aus? Man kann doch runterfallen. Stopp, drück A. Perfekt. Oh. So, du bist hier drüben. Nein, da brauchen wir noch nicht durch. Wieder zurück. Oh. Zurück! Bin ich doch schon. So, jetzt machst du erstmal die Sachen an der Seite bei dir kaputt. Diese kleinen Schneebälle. Oh, weg. So, und dann stellst du dich an die Tür wieder ran. Und da musst du... Nein. Zurück. An die Tür? Genau, hier, an die Tür. Ja, wenn du mir sagst Tür, weiß ich ja. Ich wollte mich nur mal umgucken. So, jetzt guckst du mal auf die andere Seite. War auf der anderen Seite von dir, hinter dir. Da musst du rüber, zu dieser Tür. Nicht zu der. Der? Zu der da. Nein. Meine Güte, wenn die Kamera einfach plötzlich länger unten denkt, ich will doch nicht runter gucken. Was denkt sich das Spiel denn? So, da, auf diese Seite. Rechts. Welche Seite? Links, rechts? Rechts von dir. Nicht beim Eisblock, diese Tür. Da musst du rein. Hä? Kam ich da nicht gerade her? Nein, du kommst von links. Von der Tür links. So.
So, du weißt, was du zu tun hast. Runterfallen wäre jetzt echt schlecht. Weil ja. wenn wir in dem Raum sind, dann ist alles gut. Da kriegst du nämlich das Dungeon-Item und dann können wir uns ganze Wege verkürzen. Ja, wieso setzt du... Ich hab doch die Taste gedrückt, Alter. Danke. Boomski. Easy. So, doch, Zwischenboss. Diese Kamera ist immer so fürchterlich. Was kommt denn jetzt hier auf mich zu? Bist du da der Gollum? Ja, so ähnlich. Wir müssen dir unbedingt noch beibringen, dass du nicht so schnell ausrasten musst. Die Kamera ist nun mal ätzend. Ich raste doch nicht aus. Das hört sich vielleicht so an, als wenn ich ausraste, aber das ist doch bescheuert. Du musst ein bisschen warten, bis er sich dreht oder so. Und dann? Jetzt kannst du ihn angreifen. Das hört sich mir vielleicht so an, als ich ausraste, aber es geht mir halt auf den Piss. So, Attacke! Jetzt greift er dich an. Wenn ich ausraste, dann wird es sich komplett anders anhören. Willst du nicht mal rausgehen, du fetter Lappen? Oh oh. Wehe, du stirbst jetzt, Alter. Was soll ich denn machen? Wieso gehst du nicht? Beweg dich! Ich hab doch versucht zu gehen, aber er will sich halt nicht aufs Eis befreien. Einfach normal bewegen, nicht rollen. Ja, wie denn sonst? Ich weiß nur mal mit Linke, wo dass ich einfach eine Ausweichrolle mache, bevor er das scheiß Eiszauber macht. Du kannst übrigens auch mit Pfeil und Bogen auf ihn schießen, aber das macht nicht so viel Schaden, ne? Attacke! Oh Gott, mit Link weiche ich einfach so aus, weißt du, das habe ich so im Blut und dann kommt da so ein Zauberer, der einfach... Wenn... Ja, komm, du hast mich noch nicht mehr erwischt. Vergiss nicht, du kannst auch anvisieren, ne? Ja. So, jetzt musst du hinhören, jetzt vervierfacht er sich. Ja, halt die Fresse. Er ist vor dir, Vorsicht. Perfekt. Ein Treffer reicht noch. Ich habe eine Ausweichrolle gemacht. Nee, ein Treffer. Oh, nee, zwar noch ein Treffer. Das war's. Schick. Damit sind wir sicher. Selbst wenn du jetzt Game Over gehen solltest, wäre das egal. Weil jetzt kriegst du das Dungeon-Item und damit können wir uns Wege ganz schön verkürzen. Boah. Ja, ist Grunde, ich kam da nicht raus, weil ich bin gewohnt, immer mit der Ausweichrolle wegzurollen. Aus der Gefahrenzone. Komm ich schon komplett intus. Und wenn dann Gerune sich denkt, immer wieder eingefroren zu werden, weil das zu dumm ist oder zu fett ist, weiß ich nicht, dann. Nee, der Gerune kann diese Ausweichrolle nicht. Du musst mit dem normal rausrennen, weil sobald du A drückst, wo du die Ausweichrolle machen willst, rollt er sich ja zusammen. Ja, das habe ich gemerkt. Aber er hat sich ja nicht mal richtig zusammengerollt, er ist ja direkt an dir eingefroren. So, jetzt kannst du hier wieder rausgehen. Wir sind erstmal safe. Wir haben den Feuerpfeil. Das heißt, selbst wenn du jetzt runterfällst, können wir easy wieder hier hochkommen. Jetzt fällst du aber auch mal absichtlich runter, weil wir müssen da runter. Sowieso. Weil da unten ist noch eine Fee. Ja, und aber wir müssen runter. Nimm den Goron. Ich hab... Wo runter? Rechts, links, geradeaus? Das ist egal wo. Wir müssen einfach runterfallen. Nimm aber erstmal den Goron. So, und jetzt rollst du dich zusammen und rollst runter und bleibst in der Rolle. Weil dann kriegst du keinen Schaden. Nur so als Tipp. Bums. So, weiter runter. Wir müssen noch ein Stück runter. Okay. So, perfekt. Jetzt kannst du hier irgendwo einen Schalter aktivieren und dann kommt eine Schatztruhe. Den? Der Schalter ist aktiviert. Du wirst gleich sehen, wofür der Schalter gut ist. Da müssen wir nämlich als nächstes hin. Achso. Wir müssen jetzt erstmal noch ein paar... Ich würde die Fee in der Flasche fangen. Wichtig. Kann der Corona, obwohl er so dick ist, eine Flasche tragen? Ja, das ist halt mal die Frage. Ich weiß, dass das kann, aber das ist halt. Schnapp dir die Fee. Habe ich. Gut. Jetzt brauchen wir nämlich keine Angst haben, wenn wir einmal sterben. Ja, ich habe eine Fee in der Flasche. Schön für dich. So. Damit sind wir erstmal safe vom Sterben. Da ist der Schalter. Ganz fett. Da kannst du nur als Corona rauf. Du siehst es wahrscheinlich. Ja, das ist einer dieser Schalter. Nur Fettsäcke können diesen Schalter aktivieren, weil er so groß ist. Dreckiger Corona, Alter. So, wie wär's? Ist egal, da ist eine Fee drin, also Wurst. Ob die dir jetzt Schaden machen oder nicht, ist vollkommen egal. Bist eh wieder voll, also Wayne. So,
So, dann da hoch. Durch die Tür gerade. Nicht durch die. Ich dachte, ich muss den anderen Schalter wieder aktivieren. Ich dachte jetzt hier. Oh Gott, diese Viecher. Oh. Oh, die gehen ja einem richtig auf den Sack, Alter. So, jetzt kannst du mit dem Feuerpfeil die Eisblöcke aufschmelzen. Ah, natürlich, hey. Klar, Feuerpfeil, ne? Aber Maske erstmal ab. Leute, macht das Link nicht nach. Bitte tragt, wenn ihr rausgeht, eure Maske. Ja. Und haltet Abstand. Genau, Abstand halten ist eigentlich sogar wichtiger als die Maske tragen. Denkt daran. So, beides solltet ihr aber trotzdem machen. Nur so. Was ist denn dann? Die grüne oder welche links? Oder links oder rechts jetzt? Erstmal die grüne. Okay, erstmal die grüne. Dann gehen wir da durch. Hey, hey, hey. Ja, wir müssen zuerst durch die grüne und dann müssen wir das machen. Nicht, dass ich jetzt etwas falsch mache. Das ist richtig. So, die kannst du auch mit Feuerpfeile erstmal alle zerstören. Oh, nice. Jetzt darfst du richtig wegrasieren. Boah, wegrasieren, Alter. Ja, puste du mal. Ach, die musst du mal sogar wegrasieren. Du brauchst hier keine Angst haben, wenn du runterfällst. Unten kannst du dich mit einer Dekoblume wieder hochschießen. Also, alles chillig. Kann ich die Lampe anzünden? Muss ich wahrscheinlich, ne? Ja, die musst du anzünden, sowieso. Kann ich mit Feuer feilen? Die kannst du nur mit Feuer feilen, ja. Bin ich froh, dass das geht. Du bist zu nah dran. Echt jetzt? Ja. Oh Gott, da will man in Ruhe Brand stiften und da darf man's nicht. Hallo? Passt. Und noch ein. Meine Güte, zünde einfach das nächste an. Wo ist das Problem? Du, es gibt immer einen kleinen Cooldown, wie du gemerkt hast, wenn du einmal einen Feuerpfeil abgeschossen hast. So, sammel die Truhe ein, da ist noch eine Fee drin, ne? Mhm. Eine verehrte Fee, natürlich. Wir müssen jetzt noch. Lass mich kurz überlegen. Wir müssen jetzt noch diese beiden Feen holen und diese Fee holen. Also drei Feen können wir jetzt noch holen. Muss ich jetzt in der Mitte durch die Tür? Ja, jetzt musst du erstmal in der Mitte durch die Tür, genau. Also die gerade freigelegt hatte. Ja, perfekt. Und dann weißt du auch, wofür der Schalter gut ist. Dadeli dudeli dudeli du. Oh. Geh hoch. Ich bin hässlich und fett. Was mache ich denn jetzt? Ab aufs Brett. Oh, bitte. Danke. Ich muss da nicht mehr rüberrollen oben, ne? Doch, also du kannst da gar nicht mehr rüberrollen. Nur ganz, ganz oben kannst du rüberrollen. Bei den anderen musst du jetzt an der Seite lang. Und du? Links, rechts? So, jetzt kannst du... von wo sind wir gekommen? Ich glaube von links. Dann ab nach links. Guck mal, du machst dich doch gar nicht so schlecht. Ich bin auch Profi. Du bist King. Weißt du doch. Das Problem ist immer bei Dungeons... Ich habe immer zu viel Respekt vor den Dungeons, weil ich Dungeons eigentlich in einem Zelda-Titel... Ich weiß, beißt sich vielleicht... Rote Tür, ne? Ja, da können wir jetzt erstmal rein. Ich weiß, es beißt sich immer, aber bei den alten Titeln, von den alten Zelda-Titeln, habe ich immer ein bisschen Respekt vor... Ja, vor Dungeons, weil ich einfach keinen Bock auf die Dungeons habe. Brauchst keinen Respekt vor den haben, diesen Pille-Palle. Weißt du, bei Twilight Princess, weißt du, da bin ich einfach durch die Dungeon durchmarschiert, weil alles sofort schlüssig war. Da musste man nicht lange überlegen. Zerstör alle diese drei Figuren. Ja, mach ich schon. Mal. Du darfst wieder wegrasieren. Ja, aber du brauchst vor den Dungeons auch keinen Respekt haben. Die machen auch Sinn, aber Sinn, wenn du sie durch hast. Das Ding ist nämlich, was ich meine, ist, die alten Spiele von Zelda, alte Spiele sind halt noch sehr kryptisch in ihrer Wegweisung, weißt du? Und das halt immer schon, oh Gott, habe ich nicht getroffen? Ja. Nee, knapp daneben. Aber du brauchst keine Angst um Magie haben, unten kannst Magie wieder auffüllen. Also ist Wayne. Das trifft nicht. Never. Mann, jetzt treff doch mal endlich. Perfekt. Weil... Deswegen darfst du diesen Raum nicht vergessen. Du kriegst hier nämlich noch einen Schlüssel. Der ist wichtig. Und jetzt rüberrollen? Jetzt darfst du aber... Ja, jetzt müssen wir rüberrollen. Ich hoffe, du hast noch genug Magie zum Rüberrollen. Willst du irgendwie haben? Ja, ich weiß, was du meinst mit der Wegfindung. Deswegen, bei anderen Zelda-Titeln... Da marschiere ich halt durch bei den neueren, weißt du? Aber bei sowas wie das hier...
Da habe ich mal Respekt davor, weil es halt so alles so kryptisch ist und bla und furchtbar und. Ja, aber genau das ich ist mag, es ja deswegen. Ich weiß, es beißt dir, aber ich mag bei Zelda einfach die Dungeons nicht. Ich möchte gerne durch den Rest durchmarschieren. Ich liebe die Dungeons, gerade die fand, aus Ocarina of Time und Majora's Mask. Bei Twilight Princess bin ich halt durchmarschiert durch die Dungeons, aber ich fand sie halt schlüssig. Ich bin halt durchmarschiert, hab gesehen, das brauche ich, das kriege ich, das habe ich und da kann ich hin damit. Weißt du? Und deswegen. Ich finde sie bei Twilight Princess auch gut, aber in Twilight Princess sind sie mir ein bisschen zu leicht, tatsächlich. Ja, aber ich möchte halt auch nicht stundenlang rätseln. Aber es ist halt kein Vergleich hier zu rüber? Ein. Ja, du bist richtig. Es ist halt kein Vergleich zu einem Breath of the Wild, was halt wirklich Pillepalle ist. Von naja, aber da bei Breath of the Wild. Bei Breath of the Wild habe ich das Rex übrigens. Habe ich andere Kriterien. Da finde ich was anderes ein bisschen. Ein Schild, erzähl, ne? das würde. Ja, du kannst ihn mit Schild einfach abwehren. Einfach zulaufen. Boom. Rex ist tot. Bei. Dass die Rolle stärker ist als das Schwert, ne? Ja. Was soll denn in Dungeons habe ich halt andere Kritik, weil das sie gleich halt, ja, die sehen alle gleich aus. Gleich aus, weißt du? In der Wüste denkst du so rein, du gehst, weißt du? Das hat Twilight Princess viel besser gemacht. Du gehst in Twilight Princess in den Wüstentempel rein, weißt du? Sand läuft an den Seiten herunter und was ist bei Professor's Wild? Da ist der, da weißt du nicht, ob du gerade hier in den Himmel, im Wolken, im Feuer, in den Wolken, in diesem Vogeltempel bist oder in Naburu unten in der Katakomben, weißt du, weil alles fucking gleich aussieht. Richtig, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber wie gesagt, alle alten Zeldas machen die Dungeons besser. Da gibt's keins, das es nicht besser macht. Ich möchte einen visuellen Unterschied haben. Ist das zu viel verlangt, Alter? Ich möchte, wie gesagt, nicht nur einen visuellen Unterschied. Du bist hier genau richtig, mach das Auge der Wahrheit an. Jetzt wird's nämlich nochmal eine der letzten komplizierten Feen, die du dir holen musst. Oh Gott, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Und keine Rollen. Nein, hab ich nicht vor. Keine Sorge. Holy Macaroni, aber ich kann deswegen ganz genau deine Kritik verstehen. Es ist bei mir dieselbe. So, und jetzt rechts von dir. Da einfach rein. Hast doch First Try geschafft. Was willst du denn? Ja, nice. Easy. Das war die letzte, glaube ich, komplizierte Fee, die wir holen müssen. So, jetzt müssen wir. Müssen wir da lang? Nee, ich würde den Weg zurück. Geh zurück. Wir müssen noch zwei andere Feen holen vorher. Okay, aua. Ja, aber das ist halt das, was ich an den. Ich mag es, wenn Dungeons halt schlüssiger sind, weißt du? Klar, ich möchte auch Rätsel. Aber das halt auch nur innerhalb eines Raumes, weißt du? Ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Du magst es nicht, wenn Rätsel dann so wie der Schlüssel hier, den du später dann brauchst, verteilt sind. Wenn ich jetzt 20, 30 Schlüssel. Kannst du mal bitte Kamera, Alter? Was ist los mit dir? Wo soll ich hin? Brauchst du nicht. Wir müssen auf die andere Seite einfach einen Goron verwandeln, runterfallen die Leiter hoch. Runterfallen? Ach so. Ja. Mit dem Goron, vergiss nicht. Ne? Ja, nee, du brauchst mir nur einmal sagen. So, sag und halt deswegen verstehe ich deine Kritik. Aber mir ist Twilight Princess zu einfach von den Dungeons her. Außerdem hat Twilight Princess einen der für mich schlechtesten Dungeons im gesamten Zelda-Genre, nämlich die Villa. Oh, ich hasse sie. Ich finde das schlecht. Ich finde von der Thematik ist die halt schon ziemlich nice, weil da halt so ein Eisding Käse herstellt oder so, ne? Ich mag die so Charaktere Riese in der Villa, aber die Villa als Dungeon per se finde ich super langweilig. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch nicht erklären. Ich habe einfach das Gefühl, ich schlafe ein, wenn ich diesen Dungeon spiele. Echt, dabei ist der Weg dorthin schon so cool. Dafür finde ich aber wiederum den dritten großen Dungeon in Twilight Princess, wo du in der Zeit zurückreist in die Zitadelle der Zeit. Den finde ich richtig nice. Der war so arschlangweilig mit diesem scheiß Portalstab-Dings da, wo man die Wächter bewegen musste. Ja, das stimmt. Die zweite Hälfte, wo du den Wächter wieder zurückbringen musst. Wir müssen durch die blaue Tür. Nicht durch die hinter dir. Da komm ich doch her. Ja, nicht durch die hinter dir. Die. Achso. Ich finde den zweiten Abschnitt von der Zitadelle der Zeit auch nicht so gut. Ich finde aber den ersten Abschnitt, bis du den Stab kriegst, richtig nice. Achso, ja. Das liegt. Aber weißt du, warum dir der Dungeon gefällt? Weil du einfach mit der Zitadelle der Zeit mehr verbindest. Nee, ich finde auch den vierten Dungeon super geil. Mit dem Drachen oben. Finde ich nice. Mega geil. Ja, der war ziemlich cool. Was ich aber auch sagen muss, weißt du, welcher Dungeon mir auch gefallen hat? Der Feuer-Dungeon. Nur aus dem Grund, weil ich an der Decke laufen kann.
Ah, das meinst du. Ja, ich finde den geil. Was mich daran so extremst gestört hat, ist, dass du so langsam an der Decke warst. Ja, aber komm. Kein Vergleich zur Wii U-Version. Ich glaube, in der Wii U-Version haben sie es ein bisschen verschnellert. Das hast du so erlebt. Auf der Wii-Version war es noch langsamer. Glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass mir Twilight Princess nicht gefallen hat. Du musst dir vorstellen, ich habe das innerhalb von 1,5 Tagen durchgespielt, als ich es gekriegt habe. Also ich habe das wirklich richtig hart gesuchtet, ne? Ja, kann ich vorstellen, aber Twilight Princess ist wirklich ein gutes Spiel. Und bei Twilight Princess sind die Rätsel auch schlüssiger, weil du halt pro Raum halt nur rätselst, außer im dritten Wasser-Dungeon oder sowas. Ich glaube, da ist ein bisschen verzwickter. Mhm. Aber der Wasser-Dungeon musste man die Wasser regulieren, ne? Das, also das, was wohin das sprudelt, ne? Genau, aber ja. Wenn ein Dungeon auch schlüssiger ist, das geht kohärent damit, dass der Dungeon leichter wird. Das ist leider so. Ne? Also das kann man auch nicht ändern. Der Dungeon wird leichter, je schlüssiger er einfach ist. Dann werden auch die Rätsel leichter. Wow, brauchst du gar nicht. Perfekt. Jetzt kannst du hochspringen. Ja, das habe ich schon gedacht. Ich muss aber wahrscheinlich... Na? Danke. So, und dann kannst du auch gleich noch die andere Fee im anderen Raum holen. Dafür musst du den Stein nur ein bisschen weiterschieben. Das ist immer das... Weiß nicht, weil... Ich mag es halt nicht, wenn ich halt stundenlang kryptisch lang rätseln muss, weißt du? Es ist halt, ich bin halt wirklich, weißt du, da kann ich auch gleich so Doku spielen. Ist halt echt so. Ja, das fuckt mich halt total, sowas krasse, sowas bringt mich. Vorsicht, nicht wieder gerade ausschieben. Nein, nein, das bringt nichts. Gleich wieder zurückschieben. Nein, ja, ich hab das Feld nicht im Blick, deswegen. Kann ich verstehen, aber macht die Rätsel halt anspruchsvoller, wenn es halt nicht unbedingt kryptisch, aber wenn es sich über mehrere Räume verteilt. Gerade ausschieben, war schon richtig, du warst auf der richtigen Seite. Ich dachte, wenn ich. Ich sag gerade aus von der Perspektive, dass ich ihn da wieder reinschiebe. Weißt du, guck mal, wenn du es noch nicht siehst, der sieht es aus, als wenn du da wieder in die Lücke schiebst. Ja, das sieht so aus, ist aber nicht so. Und jetzt schiebst du ihn nach rechts und dann nach links. Ja, und dann einfach kannst nach rein. Ja. Pass aber auf, dass du im nächsten Raum da nicht runterfällst. Nee. Und dann haben wir, glaube ich, den Dungeon fast durch. Dann sind wir fast fertig. Ach, Quatsch, Alter, als ob. Also auch mit allen Feen. Da müssten wir fast fertig sein. Ach, Bullshit. Ah, du wirst den Boss lieben. Der Boss wird richtig furchtbar. Nee. Genau das habe ich gemeint. Nicht sag rollen. Doch, rollen sag ist nicht rollen. Sag davor, dass ich nicht rollen soll. Hier warst du schon. Hoch. Kannst nicht wieder hoch. Du musst außen rum gehen. Wieder. Komplett. Nice. Gefällt mir. Nice. Ich liebe das auch. So, durch die rote Tür und dann wieder durch die blaue. Dann bist du wieder im selben Raum wie vorher. Musst du den Ich glaube, du musst den Stein dann nochmal schieben. Das kann sein. Falsche Tür. Andere Tür. Sag die blaue. Das sind zwei blaue. Wenn du von der roten Tür... Dann sag doch einfach zunächst mal die richtige blaue. Dann weiß ich, welche Bescheid... Welche ist. Ganz einfach, merkt ihr, wenn du von der roten Tür ausgehst... Oh, nee, du musst ihn nicht mehr ausfrieren. Wenn du von der roten Tür ausgehst, immer nach rechts. Okay. So, aber es ist leicht... Lässt los, du Dicker. Ist leicht zu schieben. Du brauchst ja jetzt nur geradeaus und links. Ich glaube, du brauchst nicht mal mehr weiterschieben. Kannst du einfach hoch. Ja, ich glaube auch. Wenn er klettert. Man weiß es aber deswegen, Twilight Princess ist eins meiner lieberen Zelda-Spiele. Gibt wesentlich schlimmere als Twilight Princess. Aber von den Dungeons her ist es halt super simpel. Es ist halt wirklich einfach. Ja, also, ich finde aber tatsächlich bei Twilight Princess halt auch die Oberwelt viel geiler, weil, und da habe ich mich sehr gerne aufgehalten. Weil, allein schon aus dem Grund, weil, du kannst von der Brücke, Alter, in Hyliasee reinspringen, Alter, lol. Das ist ziemlich krass gewesen. Das fand ich sehr nice, wie sie das umgesetzt haben, dass du das sogar machen musst. Ja, einmal. Das ist voll cool. Und dieses Tauchen, weißt du, das ist ziemlich nice. Was mich dann aber in der Oberwelt stört, es gibt so wenig zu entdecken. Ist halt nix. Ja, genau, es gibt so wenig zu entdecken, wenn du dann die Oberwelt erforscht. Aber am Anfang für einen Neuspieler... Da hätten sie es bei Breath of the Wild machen können. Ein paar Ubisoft-Türme rein, dann hier ein paar Dungeon-Dinger mit dir Mini-Dungeons. Bockblins und dann da. Die Welt ein bisschen füllen. Ja, halt und so eine Kleinigkeiten. Also, sag mal, wo ich hin soll. So, du bist richtig. Glaube ich. Ja, ich war hier schon. Ich hab jetzt da die letzte Figur. Ja, jetzt kannst du wieder durch die Tür hinter dir. Achso. Los geht's. Nice. Also, ich bin jetzt unsicher, ob das schon richtig ist. Nein, brauchst du nicht. Lass die. Da sind die Wölfe hinter. Ja, einfach da durch die Höhle gehen. Hinter dir. Da.
Lass doch los, Alter, sei doch nicht Mario, Mann. Aber eins meiner welche Dungeon-Designs ich am wenigsten mag von den 3D-Zeldas, sind die Skyward Sword Dungeons. Ich weiß, ich hab sie nie gespielt, ich hab sie auch nie vorzuspielen. Weil mich dieses Wiegefuchtel auf den Sack ging. Mich stören die Dungeons per se nicht. Was mich daran stört, ist, dass sie alle nur bis auf ein Dungeon eine Ebene haben. Echt? Ja, sie haben bis auf ein Dungeon haben sie alle nur eine Ebene. Aber kannst du doch so, kannst du doch eigentlich hier quasi damit sehr viel spielen. Durch die Tür. Du brauchst sie nicht kaputt machen. Wir waren in den ganzen Räumen hier schon. Dadurch. Du hättest so viel mit der Fuchtelsteuerung machen können, ja. Hat Nintendo aber nicht gemacht. So, du brauchst das Rätsel nicht nochmal machen, kannst den Eisblock einfach wegfrieren. Ah, natürlich, weil wir jetzt das Dungeon-Item haben. Richtig. Können uns den Weg stark verkürzen. Theoretisch hätte er sich irgendwo von draußen Feuerzeug besorgen können, sich die Pfeile anzünden können und hätte er schon ein Dungeon-Item. Aber ich bin halt super gespannt, wie du Twilight Princess spielen wirst. So, und ich hab's gewusst, wir sind falsch. Du kannst die Dinger weghauen, darfst du aber noch nicht. Was für Dinger? Die blauen Dinger könntest du jetzt mit dem Goron weghauen, die darfst du aber nicht weghauen, weil wir brauchen die Höhe dieses Dings noch. Ach so, ja, jetzt. Verwandel dich in Goron und dann müssen wir wieder runterfallen komplett. Da müssen wir nämlich einen anderen Weg gehen. Ich hätte mich voreinrollen sollen. Du ist es egal, du kannst deine Herzen da in den Büschen auffüllen. Du bist schon wieder voll. Reicht schon. Du musst durch die Höhle, nicht durch die Tür. Aber du kannst da gerne rein, wenn du erforschen willst. Nee, ich will hier raus. Ich hab wie schon gesagt, ich mag kein Dungeons. So, aber es erwarten dich nachdem noch zwei. Ja, aber das sind halt auch immer so eine finalen Spannungen, die da... So, jetzt müssen wir wieder durch die blaue Tür neben dir direkt. So, und jetzt musst du darüber springen wieder. Okay. Weil von da aus kommen wir weiter. Gut, dass wir den Schlüssel hier schon haben. Wir kriegen jetzt noch... Eine Fee kriegen wir noch da. Rex. Zwei Feen kriegen wir noch da. Ich überlege gerade, wo wir die letzte Fee bekommen. Und eine Fee. Ja, gut. Gut, gut, gut. Die letzte Fee, die wir hier holen müssen, wird eine absolute Hölle werden. Ich verspreche es dir, das wird richtig furchtbar. Wir kommen jetzt hier. Hä? Weißt du doch. Da oben ist noch ein Gegner. Wie Gegner? Muss ich alle Gegner hier einfach nur besiegen, um dann weiterzukommen? Nee, das Auge musst du abschießen, aber der Gegner ist halt leider vor dem Auge. Warum setze ich denn alles zurück? Das ist leider immer so. Das ist in jedem Zelda so. Ja, ist doch voll dumm. Als ob jemand hinter mir herläuft und die Dinger wieder einfriert. Das ist halt so das Ding. Na, so, jetzt müssen wir rechts von dir. Du kannst den Eisblock aber schon mal wegschmelzen. Stimmt. Du bräuchtest hier nicht mal rollen. Du kannst auch einfach da auf das Netz fallen. Und dann da hinten hochklettern. Da. Ja, aber das ist doch lame. Das ist der lame Weg, ja klar. Wir müssen hier später, wie gesagt, aber nochmal runter, weil die wird die blauen Blöcke wegschlagen. Ich glaube, wir haben das meiste vom Dungeon schon geschafft. Haben wir. Das ist jetzt der Rest. Du musst jetzt einmal ganz nach oben den Masterschlüssel holen und dann müssen wir die Schlüssel, blauen Blöcke weg. Wer denkt dir denn so einen dummen Namen aus? Masterschlüssel. Dieses und Denglisch. Geh doch da hoch, du Fettsack. Der Fettsack will da nicht hoch. Da müssen wir die blauen Blöcke wegschlagen und dann können wir zum Boss. Nice. Hallo. So, das wird jetzt gefährlich. Du kannst hier nämlich runterfallen. Du musst jetzt an der Seite lang rollen, ohne runterzufallen. Das ist doch schon immer so gewesen. Dass man hier irgendwie runterfallen kann. Oh mein Gott. Geschafft. So. Easy. Natürlich. Komm. Jetzt war ohne Scheiß, ne? Hier ist eine Fee. Du kannst auch schon sehen, wo sie ist. Ich muss aber die Viecher erledigen. Die sind ziemlich hässlich. Du kannst sie sogar anvisieren mit Taya und gucken, was das für Viecher sind. Stimmt, Taya, erzähl mal, was sind das für... Oh Gott. Was ist das für Abschaum? Was ist das für Fettflecken? Das ist ein Eno. Äußerst lästig und sehr anfällig gegen Hitze. Ja. Aber auch gegen meine Fäuste. Gib ihm die Faust, Alter. Schieb ihn sie in seinen dicken Hintern. Oder in meinen Hintern, wie er gerade so angebietert hat. So, hier ist eine Fee. Ich würde aber erstmal die Feuerpfeile abrüsten, außer du willst Magie verschwenden. Ist doch scheißegal. Die bisschen Magie kriege ich doch wieder. Guck mal da. Ja, perfekt. Gut, dann mach aber erstmal den Eisblock kaputt. Und dann holst du dir die Fee in diesen Raum. Yeah.
Dann haben wir fast alle. Zwei kriegen wir gleich noch danach im nächsten. Nein, noch nicht weitergehen. Hier ist noch eine Fee im Raum. Ich wollte doch nicht weitergehen jetzt. Da. Ich wollte doch nur die Flasche. Du siehst sie. Ich sehe sie. Mit Auge der Wahrheit. Du siehst die Wand, wo du reinschießen musst, sagen wir es so. Ja, ich sehe die Wand, aber guck mal, diesmal war die Fee da nicht, hat die Fee nicht gespoilert, ne? Ich will doch schießen! Du hast Feuerpfeile ausgerüstet, deswegen habe ich gesagt, du kannst nicht schießen. Warum denn? Warum kann man denn plötzlich nicht schießen? Was ist denn da los? Weil das Auge der Wahrheit Magie verschwendet und Feuerpfeile auch. Ja und? Das war damals anscheinend nicht möglich, doppelt Magie zu verschwenden. Frag mich nicht warum! Frag die Entwickler, keine Ahnung! Oh. Hä? Es hat getroffen. Bestimmt Kojima ist schuld. Oh ja, ich setze ja schon diese Verführungsmaske auf. Oh. Nice. Kann man denn bitte schön so anstrengend sein? Der Part ist jetzt eigentlich zu Ende. Komm her jetzt, du. Ah, du hast recht. Gut, mit dieser Fee ist der Part zu Ende. Oh, wir müssen... Du darfst nicht vergessen, es ist der zweite Tag. Wir müssen noch das Pulverfass-Ding nach dem Boss machen, damit du Pulverfässer kaufen kannst. Ja. Das ist ganz wichtig. Aber das müssen wir jetzt nach dem Dungeon machen. So, Leute, wir beenden den Part aber hier. Ja, tschüss.